Hey Leute, willkommen zurück zu Uncharted 4. Wir haben das Kreuz. Jawohl, und nun entkommen wir. Wir sind entkommen quasi. Schön. Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hm. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, Herrje, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Hey, ich bin's, ja. Empfang ist mies. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay. Ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja. Ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Rafe will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Ach, naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja?
Also... Bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Alles klar. Das Grab von Henry Avery. Ich glaube irgendwie... Kein Ort für einen Schatz, oder? Irgendwie nicht. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Bei dem hohen Kopfgeld auf ihn hat er sich hier versteckt. Ich finde es übrigens auch nicht gut, dass er davon Elena nichts erzählt. Die könnte das schon ab, also... Es würde sie vielleicht sogar freuen, dass er wieder so ein bisschen abenteuerlustig ist. Naja, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht, aber ich glaube... Was war zwischen Rafe und dir? Ich kam nicht mit ihm klar. Er hatte bestimmt auch genug von mir. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Ein Schweinchen! Ein Bronzewildschwein und ich habe schon wieder so viel verpasst. Sam, hör zu. Er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Glaub mir, ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Skrupellos, das ist einfach ein blöder Psycho. Meine Güte, das muss man nicht rechtfertigen. Dass wir dem Kerl jetzt eins auswischen, das ist wahrscheinlich genau das Richtige. Na gut, also es verkürzt unser Leben wahrscheinlich immens, wenn er die Gelegenheit hat, das ja zu veranlassen. Aber trotzdem, es ist eigentlich... Er hat es nicht anders verdient. Oh, was ist da unten denn? Guck mal. Das sind Zelte. Sag mal, wie weit geht's hier denn noch runter? Ich habe halt schon auch gehört, dass es wirklich ein bisschen open-worldiger ist. Dass es viel größer ist, dieses Spiel. Oh Gott, nein. Oh, das ist nicht gut. Ich rutsche hier runter, das sehe ich jetzt schon. Obwohl ich da rüber möchte, will ich mir auch nicht unbedingt den Hals brechen dabei. Wow. Ist das tief? Ach ja. Ja. Naja. Suchen wir einen anderen Weg nach unten. Warum eigentlich immer nach unten? Wow. Oh Gott. Ging's da vorne nicht weiter auf dem Plateau? Schauen wir mal. Oh nein, da ist Ende. Und ich komme auch nicht mehr hoch. Verdammt, warum bin ich da runtergesprungen, sag mal. Ja, ich sehe keinen Weg, ehrlich gesagt. Können wir irgendwo vielleicht unser tolles neues Superseil anwenden? Nee. Nee. Was mache ich denn jetzt? Komm. Oh, nee. Oh, nein. Ah, gut. Wir können hier noch so ein bisschen rübersliden und rutschen dabei. Das ist cool. Aha. Das sollte halten. Oh, gute Idee. So. Alles klar. Lass los. Lass. Na gut. Was ist denn das? Ausgrabungsausrüstung. Schorlein? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße! Runter! Oh, ich hab's doch gewusst. Das geht nicht gut aus hier. Alles klar, Sam. Hast du gut gemacht. Bruderlein. Okay, ich hab durch den Stein einen Kopfschuss geschossen. Naja. Okay. Alles okay. Ja. Ja, sehr erfreut, Schorlein. Die haben uns wohl erwartet. Und die suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen, sofort. Ganz genau. Alles gut. Also ich habe halt schon zwei Menschen umgebracht. Und du? Ja, das wurde damals sehr bekrittelt. Der Kathedrale gesucht. Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen. Ich meine... Der Sprengsatz im Heuhaufen. Nate und Konsorten... Meinst du, wir finden einen Grabstein, auf dem steht, hier liegt Henry Avery, geliebter Sohn und berüchtigter Pirat? Ja, wohl kaum. Er will unbedingt unentdeckt bleiben und schreibt dann seinen Namen auf einen Stein? Das sind allesamt sehr sympathische Charaktere, aber im Prinzip sind sie Massenmörder. Wir haben im Laufe des Spiels oder der Spiele der Trilogie so viele Menschen umgebracht. Und trotzdem kostet es
in meinen Augen und natürlich auch in Augen des Betrachters, in Augen der meisten Betrachter keine Sympathiepunkte. Da es ja irgendwie auch Notwehr ist. Aber andererseits sollte man da schon vielleicht ein bisschen nachdenken drüber. Naja gut, es ist ein Videospiel, von daher alles gut. Da kann man auch mal morden. Pausenlos. Aber ich finde es angenehm erfrischend, wie wenig man hier schießen muss. Und dass man immer einen Sidekick dabei hat, der so ein paar Sprüche abliefert. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Na gut, sonst ist hier nichts mehr. Dann muss ich wohl hier runter. Wow. Warte mal, jetzt geht's gleich wieder weiter. Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Shoreline-Ausrüstung. Wenigstens keine Shoreliner. Sag das nicht so laut, Nate. Vielleicht haben wir Glück und die jagen sich in die Luft. Witzig wär's, ne? Das ist alles viel zu trügerisch. Natürlich kommen hier bald wieder welche. Na? Wo seid ihr? Oh, wollen wir wetten? Dynamit? Yep. Dynamit. Komm zu Papa. Hey, jawoll. Sei vorsichtig damit, ja? Ach du. Was? Achso, was mit 3 kann ich's abbrechen? Achso. Hey, die Tür ist offen. Das war laut. Ach. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Mach Sachen. So. Schätze, Schätze, Pupetze. Der liebe Darth Matra hat mir angeboten, ich kann ja auch mit Irre, vielleicht kennt ihr die, das ist ein sehr bekannter Uncharted-Multiplayer-Clan, auch ein paar Matches spielen. Mal sehen, ich weiß noch nicht, ob ich darauf Lust habe. Aber danke fürs Angebot, wenn du das siehst, lieber Darth. Oder jemand von Irre. Also ich habe den Jungs mal zugesehen, ich kann da bei weitem nicht mithalten. Also was die da machen, der Skill, ne? Sieh mal, das krass. Ist ein Weg durchs Dach. Krass, krass. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Soll ich einen Dynamite-Jump machen? Meinst du, geht das? Nein, ich glaube nicht. Gibt's hier noch was? Ah. Vielleicht die Kiste hier, aber das sieht auch nicht... Oh doch, die kann man schieben. So, dann komm mal her, Sam. Ich muss mal hier... Dynamite... Oh, was? Das geht auch so? Hey, wie sieht's hier mit aus? Ich hab schon. Hey. Danke. Damit können wir rausklettern. Wow, Vorsicht jetzt. Wie schiebt sich das denn? Ist ja wie ein Stück Seife auch mal wieder hier. Komm. Gerade halten, bitte. So. Funktioniert doch. Aber cool, dass ich jetzt hier Dynamit habe statt Granaten. Das ist auch mal was Neues. Oh nein. Wie verstecken? Ich schmeiß jetzt einfach Dynamit. Komm her. Dynamit auf Dynamit. Wo sind unsere Jungs? Bam! Hier ist jemand! Ja, hier ist jemand, der sprengt euch in die Luft. Ja, ich hab ihn. Ich weiß, danke. Ja, bleib genau da, Kumpel. Ah, es ist so gut. Sam, komm da weg, bitte. Oh Gott, das ist gerade ein bisschen voll hier. Oh Mann. Wow! Du Arschbär! Nein, nein, hast du nicht! Lass den! Genau! Bam! Finisher! Au. Oh Gott, nein! Sam! Hilf mir! Schieß dir den Arsch! Oh Gott, weg! Nee! Ich weiß gar nicht, von wo die kommen! Die kommen auch von da! Na toll! Jetzt muss mir aber einer sagen, dass die auch von dort kommen! Oh Gott, weg! Einfach nur weg gerade. Komm. Nate. Ich schmeiß eine Nate für dich. Oh Gott, nein. Aufhören. Geht fester. Oh Mann, was macht ihr? Allen Seiten. Okay. Jetzt bin ich hoffentlich erstmal ein bisschen in Sicherheit. Nein, bin ich nicht.
Ja, Penner! Du Pisser! Ja, immerhin ein Kopftreffer dabei, ne? Wer muss nicht? Das reicht zum Töten. Oh, eine AK! Endlich habe ich hier eine gescheite Knifte. Ja, wie gesagt, Hauptsache Kopfschuss dabei, ne? Das ist alles, was zählt. So. Das war doch nicht alles. Da war eben noch alles voll mit Lagen hier. Sorry, Sam, ich hab. Ja, Killsteal. Ich weiß. Alles cool, Bruder. Ach komm schon. Hat er jetzt alles weggetötet? Okay, gut gemacht. Das hätte böse enden können. Ja, verschwinden wir, bevor jemand nach denen sucht. Ach, die vermisst keiner. Nicht mal die Mama. Krasse Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe, weil ich hier spiele wie so ein Affe mit Waffe. Okay, aber Dynamit hole ich mir gleich nochmal. Das finde ich sehr lustig. Nee, echt, ich spiele nicht gut. Ich weiß das schon, ja. Ich treffe nicht besonders und ich spiele sehr hektisch und panisch und wie so eine hysterische Bergziege. Jetzt mach doch mal Platz, Mann. Mensch, Sam. Bruder, das lenkt sich echt nicht gut. So, ein bisschen über die Leichen rollen. Das passt schon. Ja, ja. Oh, da gibt's noch Muni. Warte, die muss ich jetzt erstmal einsammeln. AK, bisschen Dynamit. Habe ich. Noch ein bisschen AK. Super. Es ist halt Konsolensteuerung. Und Konsole ist okay an sich, aber Shooter, gerade Shooter sind für mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen Einarbeitung. Und gegen Ende treffe ich dann auch mal was, aber so ist hier ein bisschen kritisch. Deswegen. Und bei Uncharted ist man es ja gewohnt, dass die Gegner wirklich aus allen Ecken kommen. Auf geht's. Also ganz ehrlich, mit einer Räuberleiter hätte das auch geklappt, glaube ich. Nur mal so. Ja, nee, es ist halt doch sehr, sehr überfallen mit Gegnern manchmal. Die kommen dann echt aus allen Ecken und man muss sich darauf einstellen und man muss halt vorher schon wissen, wo. Was jetzt? Sag ich dir gleich, warte, ich hab den Plan. So, guck mal hier. Mach doch mal die Augen auf, Sam. Bin ich denn der Einzige, der hier mitdenkt? So. Ja, nice. Mach nur Spaß, Sam, komm. Ja, ich kann das. Wow, das hast du mir gezeigt, großer Bruder. Ja. Wie schön sich das hier abzeichnet. Die natürlichen Einkerbungen im Felsen. Das ist aber erstmal Ende. Okay. Den Haken. Wow. Alles klar. Oh Gott, dieses ganze Explodieren und... Okay, meinst du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Ja, ich wollte gerade sagen. Lass mal sehen. Der große Bruder war es, der hat uns das beigebracht. So, siehst du? Ja, und jetzt? Ziemlich tollpatschig. Okay, und was machen wir jetzt, Sam? Sieht nicht so aus, als kämen wir hier rauf. Ach, vielleicht der Ast hier? Ah, alles klar, ich sehe schon. Way. Okay, das sieht gut aus. Oh, doch nicht. Ist ja ungelenk alles. Oh, warte. Oh! Ja, fantastisch. Ich kann's. Ich kann's noch. Sam, die Leiter da. Ich komm nicht dran. Okay, warte. Ich komm rüber. Wow, das ging schnell, Mann. Die beiden, ne? Es ist unglaublich, wie... Was für Naturtalente, die im Klettern sind. So, na dann. Lass mal knacken. Los, ich zieh dich hoch. Ah, alles klar. Komm her. Und. Mach doch rüber. Dann halt so. Na geht doch. Ah, ich mag das. Also bei mir hat Sam einen riesigen Buddy-Bonus, muss ich sagen. Ich mag ihn, auch wenn er ein bisschen anders ist als Nate. Der hat nicht so diesen Charme einfach, diesen Nate-Charme, dieses unbedarfte, naive, ein wenig tollpatschige manchmal sogar. Nee, aber er ist cool. Ist ein cooler Bruder. Oh, was, hat er was geblinkt? Nein. Da ist er. Der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Sag doch sowas nicht. Warum? Was ist an Katzensprung verkehrt?
Au, au, au. Das brennt. Das brennt. Das macht Spaß. Okay. Ich merke schon, wir haben da andere Vorlieben, Sam. Okay. Gut, Leute, ich mache ja auch mal Schluss, denn, das geht bald weiter mit dem Klettern. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal mit Uncharted 4. Ich freue mich. Bis dann.